Das hatten wir schon mal. Herr von Bülow, wenn Sie sich anschauen, wie die Presse im Moment mit Trump umgeht, ich bin kein Trump-Freund, ich kenne ihn, ich bin auch kein Freund von Angela Merkel. Ich bin mit Politikern, also die im Amt sind, in der Regel nicht so befreundet, weil die auch mit mir nicht befreundet sind. Aber wenn Sie sich anschauen, wie die Presse mit Trump umgeht, stellen Sie da insofern ein Doppelsprech fest, dass man sagt, okay, das, was man Trump vorwirft, was er jetzt alles machen tut, die Art von Kritik und die Art von Distanz und das kritische Nachfragen, das hätten Sie gerne bei Obama gesehen? Das sowieso. Man muss ja sehen, wenn man Clintons Hintergrund sich anschaut, einschließlich ihres Ehemanns, dann ist da der Aufbau der Konfrontation mit Russland bereits mit Clinton angefangen. Wir hatten eine Situation, als die Vereinigung stattfand, wo es intensive Gespräche zwischen West und Ost gab, wo der amerikanische Präsident oder wo die Russen, ich weiß das, weil ich damals ständig oder sehr häufig in Moskau war, um eine Verteidigungsstruktur auf beiden Seiten zu organisieren, wo beide Seiten sich nicht mehr, keine Angst mehr voneinander haben müssen und aus der dann auch eine politische Entwicklung entstehen kann. Und wir waren uns eigentlich mehr oder weniger einig, aber die russische Seite sagte immer, um Gottes Willen, wenn diese Situation, in die wir jetzt gehen, auch abrüstungsmäßig, wenn die ausgenutzt wird vom Westen, dann sagten die Leute, die etwas zu sagen hatten, dann schlagen uns die Sowjetgenerale zu Tod. Es war also eine unglaubliche Angst auf russischer Seite, dass dieser Übergang des Zusammenbruchs des sowjetischen Systems und in eine neue Welt hineingehen, auch ein bisschen nach westlichem Muster, war auch insgesamt der Gedanke dahinter, da könnte eine europäisch- und deutsch-russische Zusammenarbeit über Jahrzehnte hinweg organisiert werden. Und die Angst war, dass es ausgenutzt wird. Und der amerikanische Außenminister Baker hat deutlich gesagt, wir werden mit der NATO keinen Zoll weiter in Richtung Osten gehen. Mhm. Und genau der Clinton hat als nächster Präsident sofort das Gegenteil davon gemacht, hat mit Georgien gespielt, hat die Ukraine-Geschichte hochgezogen, haben die Amerikaner 5 Milliarden Dollar investiert, um diesen Maidan zustande zu bringen, den Aufstand des einen Teils der Ukraine gegen die andere. Dann ist ja zum Schluss auch noch ein Putsch gekommen. Also ich bin eigentlich empört über das, was Hillary Clinton vertreten hat und war deshalb einigermaßen hoffnungsvoll, dass der sehr reaktionäre Trump in der Lage sein wird, sich von diesem Druck, der ja im Grunde genommen, da muss man weit ausholen, von die amerikanische Demokratie ist ja, was Weltmachtpolitik angeht, keine Demokratie, sondern das ist eine Struktur, die von den großen Vermögen der Vereinigten Staaten organisiert wird. Und die ganze Ideenwelt, die da entwickelt wird, wer der Feind ist, wer überfallen werden muss und wessen Bodenschätze man jetzt greifen kann, das wird von diesen ganzen Thinktanks ausgearbeitet und den Politikern die Hand gegeben. Und da gibt es leider Gottes im Kongress eine große Koalition zwischen Demokraten und Republikanern, die genau das machen, was sie wollen. Und das Interessante ist, dass auf der einen Seite der Sanders in der Wahlkampf gegen Clinton, um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten, genau diese Kritik an Clinton mehr oder weniger formuliert hat. Und der Trump war auf der konservativen Seite derjenige, der Flyover Amerika, die alten Arbeiterstädte sozusagen aufgefangen hat und gesagt hat, wir müssen wieder Amerika nach vorne bringen. Das ist im Grunde genommen eine Protestbewegung insgesamt, wenn man beides zusammen sieht, eine Protestbewegung des amerikanischen Volkes. Und ich hätte es früher nie für möglich gehalten, dass es irgendeinem Kandidaten gelingt, das irgendwo zu bündeln. Weil wer in Amerika kandidieren will als Präsident, der braucht mindestens 1 bis 2 Milliarden oder 4 Milliarden Dollar. Und wenn er die nicht kriegt, und die kriegt er natürlich nur von den reichen Vermögen. Und die sehen dazu, dass wenn jetzt, wie jetzt zum Beispiel die Sowjetunion zusammengefallen ist, dass man dann an die Bodenschätze der Russlands rankommen kann, wenn man Russland in lauter Detailstaaten auflöst. Und die jetzt vor der Frage stehen, was machen wir eigentlich mit China? Müssen wir nicht eigentlich jetzt zuschlagen? Denn jetzt ist im Grunde genommen die Weltherrschaft einigermaßen amerikanisch zu sichern. Wenn wir das nicht jetzt machen, dann fallen wir sozusagen immer weiter zurück. Und das ist das Problem, vor dem wir im Augenblick stehen. Aber ich bin weit abgekommen von Ihrer Frage. Nein, wunderbar. Sie haben ja auch ausgeholt. Das ist ja auch genau, ja. Wir haben ja in dieser Sendung die Chance,
wenn ich das jetzt mal als Krise sehe, was wir gerade haben in Amerika, die Krise eben nicht als Einzelding zu sehen, sondern da bin ich bei Ihnen, es ist völlig unklug und zeugt eigentlich von wenig historischem Sachverstand, wenn man eine Krise also solo betrachtet. Die Dinge haben ja miteinander zu tun. Herr von Bülow, wo sehen Sie denn eine Chance, dass jetzt Trump im Amt ist, dass wir zu klarem Verstand kommen? Also ich sage ja immer, und das sehe ich auch bei unseren User, plötzlich stellen wir fest, wir haben eine anti-amerikanische Presse. Das wäre vor ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten noch nicht möglich gewesen. Das geht offensichtlich. Also eigentlich versteht man, etwas ist eben doch gleich geblieben. Es ist eine elitäre Presse. Ja, es wäre ja, wenn Clinton gewählt worden wäre, würden die in ihrem Schreiben ständig fortfahren. Das würde immer pro Amerika. Überall ist man für Freiheit, überall ist man für Demokratie. In Wirklichkeit geht es um Pipeline, es geht um Gas, es geht um Öl. Und es geht das Bombardieren von fremden Völkern. Es geht Aufhetzen von Religionen gegeneinander oder von Teilreligionen Strategie gegeneinander. Ja, natürlich. Ja. Wenn man die Christen zum Beispiel in Aleppo fragt, ich habe neulich ein Gespräch mit einem katholischen Bischof dort gehabt, und der sagt, wir seit Jahrhunderten haben die Religionen in unseren Landstrichen hervorragend miteinander gearbeitet, wir haben uns gegenseitig befruchtet, wir haben keinerlei Spannungen gehabt, die einen waren die Sunniten, die haben dann meistens auch bestimmte Wohngebiete oder Dörfer, und mit den Christen, das war ein harmonisches Zusammensein, bis von außen die Einmischung gekommen ist, und die ist aus Amerika gekommen. Und das ist im Grunde genommen die Technik, die jede Großmacht, und wir werden noch lange mit dieser Großmacht zu kämpfen haben. Glauben Sie ja nicht, dass diese reichen Vermögen, die jetzt beiseite gedrängt sind und die jetzt anfangen, den Trump zu sich rüberzuziehen, und dass die alte Agenda, die unter Clinton ausgemacht worden, die wird wahrscheinlich durchgesetzt werden. Der wird auf die antirussische Linie letztlich rübergezogen werden über irgendwelche Tricks, oder es werden irgendwelche Vorfälle stattfinden. Also wir haben da eine Supermacht gegen jede Bestrebung in der dritten Welt. Wir sollten nicht verkennen, dass wir dass Amerika seit 1945 insgesamt 50 Staatsstreiche mehr oder weniger gemacht hat, mit CIA-Organisation. Im Grunde genommen die ganze Befreiungsbewegung gegen den Kolonialismus beseitigt und durch korrupte Regime ersetzt. Es ist ein wahnsinniger Vorgang, und das ist historisch. Es ist ja noch historisch, der Chef der Marines, Smedley Butler, der schmiss 1937, glaube ich, sein Kommando hin, und oder wurde er pensioniert. Auf jeden Fall hielt er eine Abschlussansprache und sagte, wenn ich mein Leben in den Marines betrachte, vor allen Dingen in Lateinamerika, habe ich keinen einzigen Einsatz durchgeführt, der nicht für die Wall Street durchgeführt wurde. War is a record, ist da das. Ja, genau. Und das muss, und das heißt, wir haben in Amerika sozusagen aus der europäischen Perspektive und irgendwo auch etwas Ideales, was sich da aufgebaut hat. Aber dahinter hat sich eine unglaubliche Machtstruktur, die Machtinstrumente der Vereinigten Staaten missbraucht. Und das wird kontinuierlich, insbesondere natürlich durch die amerikanische Presse, aber ihr folgend die deutsche Presse und insbesondere auch die europäischen Regierungen, wird das alles verdeckt hinter sehr humanitären Eingriffen. Ich möchte hier einen Tweet von Jakob Augstein ansprechen, der gesagt hat, ja, jetzt wird wieder gegen Trump gewettet. Er ist auch kein Trump-Freund, weil wenn man mit Russen spricht, gerät man sofort in den Verdacht, Agent zu sein. Da wird sich wohl der Deep State durchsetzen. Was Sie ansprechen, also das darüber ist ja von Diebstahl. Sie haben sich sehr lange mit den Diensten beschäftigt. Ich möchte mal hier was Positives sagen über die Dienste. Also wenn man sich mal anschaut, es gibt ja regelmäßig die Öffnung der CIA-Akten. Das gibt es zumindest. Es gibt keine Öffnung von KGB-Akten. Das ist doch schon mal gut. Ja, das kommt darauf an, was sie veröffentlichen. Was sie veröffentlichen, und es gibt ja bis hin zum Ersten Weltkrieg gibt es Akten, die aus Amerika nicht veröffentlicht werden. Also zum Beispiel die Creek-Kommission, die Propaganda betrieben hat gegen Deutschland, die Akten sind bis heute nicht zugänglich. Und das gilt auch für England und es gilt für andere genauso. Also ich glaube nicht, dass die CIA-Akten blank zur Einsicht vorliegen, sondern die werden sehr selektiert. Ich habe eine Bemerkung zum Herrn. Sie können auch eine Bemerkung machen. Weil ich stimme Ihrer Kritik der amerikanischen Politik weitgehend zu.
Und sie sind natürlich die treibende Kraft des Imperiums oder des Imperialismus. Aber die EU würde ich nicht aus der Verantwortung entlassen. Und an der Russlandpolitik kann man das eigentlich sehr schön sehen, wie sich da zwischen den USA und EU-Europa eine verdeckte Auseinandersetzung abspielt, auf dem Rücken Russlands, auf dem Rücken der Bevölkerungen natürlich überall. Weil während die Europäische Union in ihrer Ostwärtsstrategie, in ihrer Osterweiterungsstrategie mit dem Assoziierungsabkommen an die russische Grenze vorgerückt ist und die Ukraine mittlerweile, also nachdem, wie sie Putsch sagen, auch dieses Assoziierungsabkommen unterschrieben hat, auch Georgien, Moldawien, hat auf der anderen Seite die USA mit dem Antreiben dieser Sanktionsregime, die wir jetzt schon im vierten Jahr sind, seit 2014 im April, März sind die erlassen worden, wieder das gemacht, was die USA die ganze Zeit machen, nämlich zu verhindern, eine russisch-deutsche Gemeinsamkeit in irgendeiner wirtschaftlichen Form oder gar politischen Form ist ja kaum angedacht. Also gute Nachbarschaft. Gute Nachbarschaft, ja, also die Amerikaner scheuen das wie der Teufel das Weihwasser. Mir ist es auch erst im Laufe von vielen Studien klar geworden. Es gibt den Chef der britischen geografischen Gesellschaft, Mackinder, der hat um 1900 ein Buch geschrieben, wodurch Seemacht, die angelsächsische Seemacht, die ja sich dadurch ausprägt, dass man jeden Kontinent, jedes Land sozusagen von den Küsten her bewachen kann, beobachten kann, nicht nur beobachten kann, stören kann. Man kann die Häfen zerstören, man kann den Weg in die in das Hinterland, den Import und Export kontrollieren, man kann die großen Transportstraßen der Ozeane kontrollieren. Das ist eine Vorherrschaft, die den angelsächsischen Völkern unglaublich viele Vorteile bringt. Und dadurch, dass sie so viel in ihre Flotte investiert haben, ist das Ergebnis. Und der hat sich die Frage gestellt, unter welchen Umständen kann das in Frage gestellt werden? Und da kommt er zum Ergebnis, dass wenn es gelänge, Europa, also Westeuropa mit Russland bis zum Pazifik in irgendeine Struktur hineinzubringen, dass dann das die Herausforderung für die angelsächsische Seemacht ist. Und Brzezinski ist derjenige, der das genau so schreibt. Der sagt, um Gottes Willen, das, was wir unbedingt verhindern müssen, dass Zentraleuropa oder Mitteleuropa oder Westeuropa sich zusammen mit Russland zu einer neuen Einheit bindet. Die haben kluge Leute, die haben gute Ausbildung, die haben die ganzen Bodenschätze, da hängt das Öl letztlich mit in Nahost mit dran und Afrika ist letztlich auch geografisch daran zu verbunden. Das hämmert in den Hirnen der, die über Machtpolitik nachdenken. Und das Schlimme ist, dass in Deutschland im Grunde genommen niemand über diese ganzen Kategorien zusammenhängt. Also wenn man das so sagt, dann ist das eine Verschwörungstheorie, dabei ist das Geoplanung. Es ist Geopolitik, ja. Es ist im Grunde genommen die Nichtbereitschaft, sich einzuordnen in eine multipolare Welt, sondern eine möglichst unipolare Welt, ursprünglich mal englisch gedacht, jetzt amerikanisch gedacht, die aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist der Ukraine-Konflikt, wird so hochgetrieben von Clinton und von all diesen Leuten und Trump wird sich diesem Machtkalkül überhaupt nicht entziehen können. Das wird sogartig da reinspringen und dann haben wir die große Auseinandersetzung. Würden Sie sagen, dass dadurch, dass jetzt Trump im